Buongiorno ragazzi, willkommen zu einer weiteren Unterrichtsstunde mit Lehrer Sebastian. Ihr kennt mich vielleicht aus meinem berühmten TikTok-Hit. Ich habe ein Video mit 3000 Likes, Leute. Bin ich jetzt famous? Herr Bergmann, ich brauche dich jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt TikTok-berühmt, weißt du? Es ist eine neue Folge von Basti Talk. Neue Folge, neue Woche, neuer Montag, neue Themen, neuer Monat. Es ist November und wisst ihr, was das heißt? Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Es ist offiziell Weihnachten, niemand kann es mehr verneinen. Es ist Weihnachten jetzt, Leute. Es ist die Weihnachtszeit. Die Weihnachtszeit. Für mich ist schon die letzten 6 Wochen Weihnachten, jetzt ist offiziell Weihnachten. Weihnachtszeit hat begonnen. Plätzchen, Lebkuchen esse ich eh schon seit 3 Wochen. Es ist soweit. I'm happy. Nicht wundern, was bei meinen Haaren los ist. Ich war beim Friseur an den Seiten. Oben nicht. Aber ich habe mir meine Haare beim letzten Mal so cool, also vor 4 Monaten ungefähr, habe ich mir meine Haare oben viel zu kurz schneiden lassen, weil ich dachte, ja, probier's mal was Neues. Das heißt, die sind jetzt noch immer ein bisschen kurz. Und da dachte ich mir mal, und da ist so aus Zufall mal so ein Mittelscheitel entstanden. Und es sah gar nicht, ich habe dann so ein Bild gemacht und es sah gar nicht so katastrophal aus. Ich habe das Gefühl, jetzt sehe ich gerade irgendwie aus wie so ein 40-jähriger Mathelehrer. Meine schöne Beatles-Schallplatte da oben, ne? Queen. Ansonsten haben wir jetzt natürlich hier wieder einen Soft-Lockdown. Nee, Light. Wie nennen sie es? Light, gell? Light. Ich rede mit meiner Wand da hinten. Hab keinen Produzenten. Light ist es. Light, okay. Lockdown Light ist es. Lockdown Light haben wir jetzt in Deutschland. Ja, für mich ändert sich nicht viel. Ich habe bisher eh nicht viel mit Menschen gemacht. Seitdem ich mein Abitur habe, gammel ich eh nur zu Hause dementsprechend. Mit mehr Leuten habe ich mich in den letzten Wochen eh selten getroffen. Dementsprechend finde ich schön. Bisschen schade, dass ich nicht ins Kino gehen kann. Das finde ich echt hart. Kinos und die ganzen kulturellen Sachen, da bin ich ein bisschen... bisschen kritisch unterwegs, was das angeht. Ansonsten Restaurants kann man sich noch liefern lassen, finde ich noch okay. Ja, Geschäfte haben offen. Es hat bei mir jetzt hier in der Nähe so ein neuer Vintage, nicht Mode, Möbel, Vintage Secondhand Möbel aufgemacht. Muss ich noch hingehen, bevor alles weggekauft ist. Weil ich habe schon 5 Freunde oder so. Ich habe 5 Freunde. 5 Freunde. Und Temi der Hund. schon 5 Freunde oder so haben gesagt, oh mein Gott, ja, ich muss da hin. Nicht, dass sie mir alles wegkaufen. Katastrophal. Ich glaube, ich nehme meine Mom mit. Dann gehe ich ein bisschen shoppen mit ihr. Im Möbelladen. Vintage-Mode fehlt mir hier auch noch. Es war Halloween. Es war Halloween ja am Freitag. Samstag. Ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Ich habe mit 2 Freunden Fluch der Karibik-Marathon gemacht. Wir haben uns 3 Fluch der Karibik-Filme angeschaut. Also wir haben uns 2 angeschaut und einen dann noch gestern. Weil war schon sehr müde. War schon sehr viel. Fluch der Karibik, war ein lustiger Film. Fand ich toll, mal wieder anzuschauen. Habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Dementsprechend war ich sehr froh, dass ich das mal wieder gemacht habe, weil... habe ich vermisst so ein bisschen. Also nicht aktiv, aber tat gut, immer wieder anzuschauen. Was habt ihr an Halloween gemacht? Irgendjemand meinte letzte Woche, normalerweise gehe ich immer auf irgendwelche Halloween-Partys oder sowas. Da dachte ich mir so, wow. Also ich war bisher... auf 2 Halloween-Partys. Es waren nicht mal richtige Halloween-Partys, oder? Also es waren dann Halloween-Partys. Das eine war so eine Garagenparty. Ja. Und das andere war eine fette Hausparty. Die war geil, ja. Es war gleichzeitig noch so ein Geburtstag. Ja, das war cool. I remember. Die hat nicht gut geendet, glaube ich. Nein, habe ich in meinen Snapchat-Memories gesehen. Der Tag danach war nicht so schön. Ich bin nämlich so ein Mensch, ich dokumentiere ja alles auf Snapchat und speichere es in meine Memories. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Nämlich habe ich letztens in meinem Community-Tab mal geschrieben, dass ich mich über meine Abiturphase, wo ich gelernt habe, auf Snapchat die ganze Zeit dokumentiert habe. Und habe gefragt, yo, soll ich das als YouTube-Video verarbeiten? Und es meinten viele Leute, ja bitte. Wird es das demnächst mal geben? Es ist viel Arbeit, weil ich sehr viel verzweifelt bin und sehr viele Clips hatte und einfach random Sachen gefilmt habe und mal schauen, wie ich das mache, ob ich was erzähle und dann was einblende oder ob ich es so als Vlog zusammenschneide. Ich bin mir noch nicht sicher. Wir werden es sehen. Ansonsten gab es heute noch das Ariana Grande Positions Album Reaction Video. Letzte Woche gab es das Ich rege mich über Sachen auf Video, das sich sehr wenig Leute angeschaut haben. Da war ich schon sehr beleidigt, muss ich sagen.
Da war schon viel Arbeit in dem Video. Ich habe gute Messages rübergebracht und trotzdem wollte sich das keiner anschauen. Kannst du mir sagen, warum, Wand? Kannst du nicht? Ja. Stelle ich eine neue Wand an, ne? Das letzte Video hatte 500 Aufrufe, das hat jetzt nur 200. Ist jetzt Weihnachtszeit, hallo? Da schaut man noch YouTube-Videos, oder? Ich habe meine Brille auch mal wieder nach 5 Monaten auf, ist mir gerade aufgefallen. Die habe ich gestern, ich habe sie nämlich seit Monaten gesucht und ich wusste nicht, wo meine Brille ist. Oder meine 2. Und dann sehe ich die so gestern und ich so, ah, da ist sie. Ansonsten ist jetzt Weihnachtszeit und ich freue mich. Ich freue mich extrem. Es ist jetzt November, das geht jetzt los. Der Herbst kann jetzt sich verpissen und der Schnee kann fallen. Ich schaue aus dem Fenster gerade, nur damit ihr wisst. Ich schaue aus dem Fenster, weil ich will, dass der Schnee fällt. Sofort. Nee, ich muss noch Fahrrad fahren. Später. Dieses Jahr ist eigentlich das perfekte Jahr für Schnee. Keiner geht raus, alle sind im Haus, der Schnee kann fallen, niemand muss durch den Schnee. Perfekt. Ist auch, ich weiß nicht, dieses Jahr ist generell merkwürdig, weil wie feiert man jetzt Weihnachten? Feiert man Weihnachten mit Familie, ohne Familie, keine große Familie, nur kleine Familie? Dass wir jetzt komplett andere Konstellationen haben, mit denen wir nicht feiern oder feiern. Mein Bruder ist zum Beispiel ausgezogen. Feiert der jetzt bei uns? Feiert der mit seiner Freundin? What's gonna happen? Sitze ich alleine unterm Weihnachtsbaum? Ich weiß es nicht. Spannendes Jahr, muss ich sagen. Dieses Jahr ist echt alles anders. Habt ihr schon Ideen, wie ihr Weihnachten feiern werdet? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Macht man alles per Zoom? Übergibt man sich die Geschenke über Zoom? Hier, schau mal, das habe ich für dich ausgepackt. Und dann so, hier, das kriegst du in 5 Monaten, wenn wir uns wieder sehen dürfen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe die ganze Zeit das dumme Ringlicht in meiner Brille, ne? I don't care. Wenn ich aber schon darüber spreche, mein Bruder ist ausgezogen vor ein paar Monaten. Oder schon länger, keine Ahnung. Den sehe ich selten. Der war gestern mal alleine wieder zu Besuch. Das war mal wieder was anderes. Ich hatte das Gefühl, als wäre der nie weg gewesen. Katastrophal nervig war der schon wieder. Aber trotzdem, ich habe ihn sehr vermisst. Ich muss jetzt auch für unseren soften Lockdown-Light, muss ich mir jetzt auch irgendwie neue Hobbys wieder suchen. Ich habe mir für den letzten Lockdown keine Hobbys. Doch. Ich habe während dem letzten Lockdown so ein bisschen Schulzeug gemacht. Ich habe aber auch während dem letzten Lockdown irgendwie... ich habe sehr viel geschrieben. Muss ich mal schauen, was ich jetzt mir in einem neuen Lockdown aneigne. Vielleicht lerne ich Gitarre. Ich habe gesehen, mein Bruder hatte mal eine Gitarre. Wusste ich nicht, hat er nie gespielt. Ich sag's euch. Ich werde neuer Shawn Mendes. I wonder what it's like to be on the day. Danke. Danke für den Applaus, Wand. Nein. Ja, perfekt. Ah, genius. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge von Basti Talk. Das ist mein kleines wöchentliches, komödiantisches Update. Was wird bei euch im Leben ab? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich lese es mir durch. Oder auch nicht. Wer weiß. Doch, ich lese mir immer durch. Ich antworte sogar voll oft. Oder vergib Herzchen und Likes. Ansonsten checkt meinen Zweitkanal ab. Nerdbro. Geht es jetzt wieder voll los mit Star Wars Content. Jede Woche. Ansonsten meinen Sims-Kanal gibt es auch noch. Gibt es auch wöchentlich neue Folgen. Und ansonsten, danke fürs Zuschauen. Abonnieren, teilen, liken, wenn es euch gefallen hat. Und arrivederci, bye bye und Merry Christmas. Ich freue mich schon so auf die Weihnachtsvideos, Leute. Es geht bald los. Bald geht's los.